dass die Pflanze 50% bernsteinfarbene Trichome hat. Und Hälfte davon ist auch milchfarben, also milchig. Das bedeutet, dass wir so weit sind, um zu ernten. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier ernten bei Grow Motion. Dafür brauchen wir die Schere und viel Energie. Wie ihr sehen könnt, habe ich diese Pflanze jetzt abgeschnitten und man sieht, wie prachtvoll die Blüten aussehen. Man kann auch sehen bei der Pflanze, dass wir sehr, sehr wenig Blätter dran haben. Das ist auch der Fall, weil wir die Pflanze am Anfang Lollipop. Für alle Cannabis-Freunde und Zuschauer, die jetzt gerade zugucken, warum sind die Pflanzen gelb? Die Pflanzen sind gelb oder die Blätter sind gelb, weil wir in der letzten Phase der Blüte sind. Das ist ganz normal, weil der Stickstoffgehalt halt nicht mehr so vorhanden ist und die Pflanze eigentlich aus den letzten Reserven lebt. Wir spülen auch die Pflanzen die letzte Woche, damit die Düngerrückstände raus sind aus der Pflanze, damit wir natürlich gewährleisten können, dass wir ein sauberes Produkt haben für euch. So Leute, wir befinden uns im Trocknungsraum bei Grow Motion mit deiner frisch geernteten Pflanze. Abonniert unser Channel und bis zum nächsten Mal.